Unter einer Hodentorsion verstehen wir eine Verdrehung des Hodens. Das ist eine akut auftretende, gefährliche, schmerzhafte Erkrankung des Hodens, die eine unmittelbare Therapie bedarf. Das ist eine Erkrankung, die meist innerhalb der ersten 25 Lebensjahre des Patienten auftritt. Besonderheiten dabei sind akut einsetzende einseitige Schmerzen, die sich im Verlauf nicht deutlich bessern. Diagnostisch bestehen Unschärfen, also wir können das mit Ultraschall untersuchen, aber letztendlich die einzige Methode, um sicher eine Hodentorsion auszuschließen, ist die operative Freilegung.